Herzlich willkommen zu meinem Wing Commander 3 Let's Play. Und ja, ich würde sagen, wenn du dies siehst, dann ist noch nichts verloren, mein Junge. Also lass uns keine Zeit verschwenden. Meine Männer haben ganz in der Nähe von Kilra ein geheimes Dorf aufgebaut. Ich hoffe, dass es unsere Feinde noch nicht gefunden haben, weil dort schon alles vorbereitet ist, um die T-Bombe scharf zu machen. Wir werden uns zweifellos bald wiedersehen. Das war mal eine Missionsbesprechung. Das ist gar nicht, ging es jetzt direkt los nach Kilra? Oder haben wir jetzt erstmal hier noch so ein bisschen ja, Pilotenverluste? Mal gucken hier. Ja, was sehe ich denn da? Boah. Lösen und angreifen! Aufgepasst! Lösen und angreifen! Von hier können Sie noch was lernen, Karl. Ach ja, das glaubst du selber nicht, Junge. Ich will das schwer hoffen hier, aber... Er steckt dran, verwandtes Mitglied. Nicht schlecht für einen Saurier. Dass hier nicht wieder so ein Autopilot-Bug da kommt, der mir dann auf den Sack fällt. Dann ja irgendwie zuletzt geschafft, irgendwie das zu umgehen. Fragt mich nicht wie. Leider ohne Tonaufnahme normalerweise, aber naja gut, was soll's. Was dann einmal online ist, ist dann halt online. Laut, so leise. Immer Kätzchen. Das ist aber gut hier. Komm, den packen wir auch noch. Verwandtes Mistvieh. Ab geht die Reise. Aber nach Kilra geht's anscheinend noch nicht. Wir säubern hier noch ja, ein bisschen. Was ist denn da? Na, dann lassen wir es mal krachen. Ja, hau mal rein, Mann. Lösen und angreifen! Aufgepasst! Von mir können Sie noch was lernen, Karne. Erstick dran, verwandtes Mistvieh. Ich denk gar nicht dran, nur. Schlecht für einen Saurier. Erst auf mich schießen und soll ich dich retten, oder? Nee. Hab ich gesehen. Aber erwischen tue ich dich nicht. Mist. Ja, so noch, oder? Oder auch nicht. Aber dich. Dran, verwandtes Mistvieh. Schlecht wie einen Saurier. Guck mal, Kätzchen. Jetzt hier nicht übermütig werden, ja. Das wird kein Kratzbaum, oder? Tatsächlich mal ein Stück Kaffee nehmen zwischendurch, ohne dass man verreckt wird. Excalibur in Ekstase wieder mal. So muss man. Schande für mein Volk. Stick dran, verwandtes Mistvieh. So sehe ich das auch. Ah, läuft ja ganz gut bis hierhin, ne? Noch keine Rakete gebraucht, juhu. Ja, was sehe ich denn da? Na, dann lassen wir es mal krachen. Jupp. Lösen und angreifen! Aufgepasst!
Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Auch Flash ist weg, ist halt nur noch Maniac, ja? Wie sieht's aus? Ach, nur Routineschäden. Ach, du Scheiße, dich hat's auch schon erwischt, Junge. Ach, Scheiße. Greifen Sie mein Ziel an! Alles klar. Oh, er hört auf mich. Ein Wunder. Das macht er aber bei dem Spiel echt auch nur zum Schluss hier. Ja, ich übernehme das mal. Bevor du mir verreckst hier. Heute bin ich gut drauf. Nichts anderes will ich von dir hören hier. Ja, da hab ich sie jetzt alle am Hals hier, ne? Wie sieht's aus? Ja, so muss ich stehen. Ihr Schweine, ey. Viel auf einmal schaffst du den Excalibur nicht mehr. Das wird nichts. Einsatzziele erreicht. Ach wie, schon? Ja, komm. Das ist aber ja. Ja, von wegen. Hast du gesehen, wie ich das erst reingemacht habe? Umgedreht und dem Hund in den Rippen getreten, Mann. Nah genug ranfliegen hier. Gib mir Landeerlaubnis. Sie haben Landeerlaubnis, Excalibur. Lass rein. Da will ich das mal eigentlich speichern, ne? Da die Zeit noch ist, wollen wir das da mal hier doch direkt weitermachen. Ah, T-Bombe, alles klar, letzte Mission. Tja gut, dann wollen wir mal. Ich wusste es doch, dass wir uns schon bald wiedersehen. Du hast jetzt die T-Bombe, hör gut zu, mein Junge. Ich hoffe, dass du das Ei ganz sachte ins Ziel fliegen wirst. Ach, klar. Wenn du dieses Band siehst, werden dir gerade die Koordinaten übermittelt. Es liegt jetzt alles in deiner Hand, Junge. Schick die Karathi zur Hölle. Machen wir. Maniac kommt mit. So, und da wir ja Hobbs haben ziehen lassen, wird der uns, glaube ich, jetzt erstmal nochmal entgegenkommen. Und Frackers, glaube ich, kommt auch nochmal vor, ja. Müssen wir mal schauen hier. Das wird nämlich richtig interessant. Jetzt geht's rund. Ja, lösen und angreifen! Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Mal rein hier. Maniac. Boom. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Das will ich sehen. Ach ja, sicher. So, Junge, wenn ich nicht wäre, wirst du auch schon wahrscheinlich direkt hier. So sieht die Sache nämlich aus. Gesehen? Das sehe ich anders. Sind alle hinter ihm her hier.
werden wir nichts anhaben. Eine Todreche. Rums. Aber bisher läuft das ja alles anständig hier, ne? Jetzt geht's rund. Ja, dann hauen wir rein. Und angreifen. Hier. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Ich auch, wie du siehst. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Na, komm mal ran hier. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Lüfterfels. Jo, jetzt? Die können mir nichts anhaben. Lüfterfels. Hier hinter ihm her. Ja. Die Flügelmänner nehmen oder was? Glückstreffer. Glückstreffer, so. Glückstreffer. Ich habe hier noch die T-Bombe, ne? Aber alles halb so wild. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können wir ja, nicht anhaben. Seine Schilder haben aber zumindest gelitten, oder? Aber gut, die bauen sich ja wieder auf anscheinend, ne? Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Dann. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Ist ja gerade eine Rakete vor mir lang geflogen, aber was war doch da? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Die sind alle hinter den Flügelmännern hinterher. Ja. Meine! Ja, wie? Hat sich zerrissen, Junge? Ach du Scheiße. Beenden wir die Geschichte mal. Hör mal. Raketen oder was? Ja, komm mal her. Ist ja gar nicht wahr. Eigentlich passt das ja jetzt gar nicht zur Story, ne? Weil im vierten Fall ist er ja wieder mit dabei. Denn er kann eigentlich gar nicht sterben. Darf nicht sterben. Na gut. Kriegen wir trotzdem hin hier. Mein Volk wird meinen Tod rächen. Das glaubst du selber nicht. So, wie war das noch mit der unumgänglichen Dings? STLGZ? STLGC? Ah ja. Unsichtbar.
bringt uns hier nichts. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ja, tatsächlich Hops nochmal am Start hier. Oh, der killt mich jetzt hier. Ach du Scheiße. Ja, machen wir nochmal. Jetzt wird es nämlich richtig knackig, dann doch. Muss mir die Raketen halt wohl aufheben. Na gut, nochmal. Ach hier, komm. Pilot, da brauchen wir nichts sehen hier. Jetzt geht's rund. Jupp. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch also was lernen. Also nochmal den ganzen Salat hier. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Erbärmliche Nachkommen von... Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Mhm. Was ist das hier? Ach du Scheiße. Alle hinter ihm her. Was soll das? Aus? Die können mir nichts anhaben. Ich um meinen Sieg mit. Das glaube ich aber nicht. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Tja, dann. Jetzt geht's rund. Ja, lösen und dann angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Junge. Mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Das wären hier keine. Warte noch ein bisschen. Glückstreffer, Elf. Jetzt wird's ungemütlich, ja. Hab ich ihn noch erwischt, wa? Obwohl er sich da unsichtbar gemacht hat, wa? Alle hinter ihm her, ja. So unfair. Notfalls muss ich einen Schwierigkeitsgrad dahinter stellen, weil sonst wird er einfach zu doof hier. Ganz klar. Aber sonnenklar. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Ey, das Ding genau nur mit dem Bauern hier. Ja. Ey, da hier war ein mitgekriegt. Das hier. Wie sieht's aus? Die können mir nichts anhaben. Ja, seine Schilde sind aber ordentlich runter.
Ja gut, weiter geht's. Jetzt geht's rund. Greifen Sie mein Ziel an. Alles klar. Jo. Ich kümmere mich mal um den Anhängselpiloten. Wobei, oh, nö. Greifen mal Sie mein so. Ziel an. Alles klar. Ich greife mir den nächsten. Ja. Das ist so einer, der kann ein bisschen mehr erklären, oder? Ja, was ist da los? Was mit dem beschäftigt? Skippen ist, was ist, soll das denn bin sein? Ich gut drauf. Hab ich genau gesehen. Ja. Haben wir Maniac abgeschlossen, ja. Okay. Also, verwenden wir die auf Raumschiffe auch schon auf so kleine Jäger. Weg ist er. So läuft es. Ich weiß nicht, was ich da vorhin für eine Rakete gesehen habe. Das hat ja ein Problem hier. Wieder mal. Erst mal ein bisschen Nachbrenner aktivieren hier. So, jetzt kommt mal ran hier. Einer nach dem anderen hier. Geht's. Ja, dann komm mal ran hier. Erbärmliche Nachkommen von Affen. Lass mal anders lösen hier. So, Hops ist weg. Haben wir auch schon mal ein gutes Stück geschafft hier. Ei. Jetzt wird's aber richtig ekelhaft hier, wa? Ich glaube, ich muss mich jetzt hier so verflüchtigen, ne? Ach, wieso war das doch? So. Worauf schießen die da? Er schießt da irgendwo ins Leere, ne? Ja, klasse.
glaube, ich muss jetzt nur weit genug wegfliegen und dann konnte ich einen Autopiloten aktivieren oder so. Und genau, jetzt geht mir natürlich der Nachbrenner aus, ne? Ist auch wieder klasse. Aber gut, wir fliegen einfach mal weit genau weg. Oh, das wird eine längere Folge werden hier. Ja, die Schießerei wird schon leiser, weil er weiter weg ist. Keiner von denen kommt mir näher. Okay. Ballert er auf uns leere. Finde ich genial. Ist das sogar verschwunden, das Geräusch? Obwohl er wahrscheinlich weiter ballert. Ja, das ist doch auch wieder hier so bugmäßig. Ich erinnere mich nämlich, dass da immer wieder welche zurückgekommen sind. Immer und immer und immer und immer wieder aus dem Jump Point. Und das hörte und hörte nicht auf. Tja, naja. Gut, jetzt werden wir die gerade irgendwie erstmal los, weil die da irgendwo rumhampeln. Und nicht drauf klarkommen, dass ich weg bin. Und jetzt geht's erstmal auf Planeten Kilra gleich eigentlich. Ich glaube, ich fliege ja sowieso schon gerade in die Richtung. Hops haben wir jedenfalls gerade erledigt. Der war ja da mit der Thunderbolt. Tja. Ja, mal sehen. Ja, das ist etwas, haben die ein bisschen doof gemacht hier. Jetzt sieht man schon nur noch diese beiden Sorfek. Radar flackert, aber no damage. Sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie. Autopilot. Und er schießt immer noch. Grandios. Oh, wei, ei. Wie bringt mir das anscheinend nichts? Ah, ich habe auch keinen Sprit mehr. Ja, dann erledigen sie mich natürlich. Ne? Ist das Schiete. Ja, dann gehen sie auf die Erde und machen uns kalt, ist schon klar.